Soeben bin ich gestartet. Ich bin da in Frankreich. Habe wieder eine schöne Strecke vor mir. Das ist diese Umgebung. Relativ alles flach. Ich habe aber auch noch ein paar Steigungen drin. Aber nicht so schlimm. Zum Beispiel da drüben diesen Wald hoch. Hier Richtung Paris, ein Blick Richtung Paris. Sieht von der Stadt gar nichts. Ich bin etwa 30 Kilometer von der Stadt entfernt. Ich bin heute wieder mal in Frankreich unterwegs. Es ist schon über ein Jahr her, wo ich das letzte Mal hier auf dem GR1 unterwegs war. Heute geht es über sehr schöne weite Felder, durch Wälder und am Schluss komme ich sogar noch in eine Stadt. Ich habe auch ein paar kleinere Aufstiege zu machen. Zum Glück befinden sich die fast alle im Wald drin, da es heute doch bis 33 Grad warm wird, bin ich froh darum. Es ist eine interessante Strecke, etwa zwischen 30 und 40 Kilometer von der Stadt Paris entfernt. Ich habe aber von der Stadt nichts gesehen, es war zu weit weg. Ich kam auch noch an einen schönen kleinen Kanal, der heute in dieser Gegend kaum noch benutzt wird. Auch besuche ich am Schluss noch eine Kathedrale. Doch lasst euch einfach überraschen und schaut doch den Film bis am Schluss. Danke. Da befinde ich mich auf einer so Geschicklichkeitsstrecke. Geht immer nur rauf und runter. Aber bis jetzt ist mir zum Glück noch kein Fahrzeug begegnet.
Jetzt ein ziemlich steiler Aufstieg in diese Gegend. Vorher alles flach fast. Und da hier doch gerade ein ziemlich steiler Aufstieg. Ja, ist gut. Dankeschön. Jetzt ein sehr schöner Trampelpfad. Sind überhaupt heute tolle Wege. Bis jetzt sehr wenig geteerte Straßen. Das ist ganz toll so. Ich befinde mich immer noch im Wald. Aber es ist, glaube ich, so nicht schlecht, da es draußen doch jetzt wieder ziemlich heiß wird und da im Wald geht eine frische Brise. Es ist sehr angenehm. Wunderbare Weitsicht. Feld. Riesig. Ich habe das Gefühl, das ist ein Feld für Medizinalprodukte. Da daneben bearbeitetes Feld, da hinten eine Grube. Riesige Grundstücke da. FedEx. Das Flugzeug ist gerade am Landen. Das ist ein Paket. Lieferdienst. Zweiter Lieferdienst. Da komme ich jetzt wieder ein bisschen in hügeligeres Gelände. Und hier wieder die große Ebene. Ein schönes kleines Seelein. Schön. Ich kann aber nicht auswendig sagen, was für eine. Ich werde aber zu Hause dann noch nachschauen. Schaut mal, wie das Staub aufwirbelt. Das ist ja Wahnsinn. Das sind Fahrzeuge. So trocken. Wahnsinn. Das ist eine Wellinie da drüben. Das ist mal fest, dass es Staub gibt. Das ist da irgendwie am Abend. Etwas. Das ist auch noch hier. Wow.
habe ich den Vorort, mein Etappenziel erreicht. Da unten sieht man schon die Stadt. Darüber. Vorort und da hier unten ist das Zentrum. Ist ein Kanal erreicht. Schon bald mein Ziel. Und weil ich noch so früh bin, werde ich auch noch die Stadt besichtigen und natürlich die große Kathedrale. Früher fuhren auf diesem Kanal noch Schiffe, heute wahrscheinlich fast keine mehr, weil es ein Nebenkanal geworden. Ein letzter Blick auf den Kanal. Dann werde ich den verlassen. Ich habe die Mark erreicht. Jetzt ist ein großer Fluss.